Herzlich willkommen zum Podcast What's Next von und mit Carmen Cornelia Haselwander. Als Expertin für Selbstbestimmung widme ich mich den Themen Erfolg, Lebensfreude, Passion und Gesundheit. Mögest du in diesem Podcast viele neue Inputs und Anregungen für dich mitnehmen. Viel Spaß beim Hören von dieser Folge. Die deutsche Sprache ist eine reiche Sprache. Es gibt endlos viele Wörter, die an sich eine viel tiefere Bedeutung mit sich bringen, als anfangs das Wort in seiner Erscheinung eben ganz klar sich präsentieren. Was genau bedeutet das? Dies zu hinterfragen und auch auf die Suche sich zu begeben, um den Sinnhaftigkeit der Wörter viel mehr Bedeutung zu schenken. Zu dieser kleinen Runde möchte ich euch heute einladen. Es ist meine 50. Podcast-Episode und aus diesem Grund habe ich genau diesen so wohlwollenden Wort und seiner tieferen Bedeutung genau diese Episode geschenkt. Und zwar geht es um das wunderbare Wort mit seiner tiefen Bedeutung und zwar um die Wertschätzung. In diesem Zusammenhang möchte ich die Wertschätzung an euch allen wunderbaren Zuhörern meines Podcasts What Next ganz klar ausdrücken. Denn ohne euch würde das natürlich nur relativ wenig Sinn machen. Denn geteiltes Wissen, Erfahrungen, Gedanken miteinander mitzuteilen, hat ja den nächsten Sinn, dass ihr effektiv dies andere Menschen inspirieren darf. Und so frage ich dich geradewegs hinaus, wie oft verwendest du das Wort Wertschätzung? In welchem Zusammenhang siehst du dieses so bedeutende Wort, das so viel mitbringt? Wenn man ein bisschen recherchiert, dann findet man alle möglichen Bedeutungen, die in dieser Kraft liegen, wie zum Beispiel Liebe, Anerkennung, Respekt. Und wenn man wirklich sich das genauer überlegt, es setzt sich doch aus zwei so kraftvollen Wörtern wie Wert und der Schatz. Euch Lesern in diesem Zusammenhang eben die Dankbarkeit und die Wertschätzung auszudrücken, indem ich euch diese Episode widme, soll kundtun über die Freude und eben nicht ganz klar die Selbstverständlichkeit, die ich daran sehe, dass ihr, die euch ja, so alle 2 bis 3 Tage meine 10-minütigen Episoden anhört. Natürlich freut es mich als Producer, als Ersteller, aber noch wichtiger ist es, dass ihr mit den Inhalten entsprechend auch etwas anfangen könnt. So lasst uns ein bisschen näher das Wort und die Sinnhaftigkeit von Wertschätzung bei dir mal näher anschauen. Wie oft verwendest du dieses so herausragende Wort mit seiner so wichtigen und tiefen Sinnlichkeit, wohl wahr, aber auch Sinnhaftigkeit? Bist du ein Mensch, der oft seinem Gegenüber die Wertschätzung ausdrückt? Sei dies anhand von verbalen Informationen oder von Geschenken, von schriftlichen Notizen oder von Daten? Oder bist du eher ein Mensch, der ganz klar sich selbst ausreichend und wertvolle Wertschätzung schenkt, sich mit Dingen verwöhnt nach einem harten Arbeitstag, der sich selbst zu feiern weiß, der nicht unbedingt ein großes Umfeld braucht, um sich wohlzufühlen, sondern mit sich selbst in wahrer Wertschätzung liegt. Und genau weiß, was es bedeutet, sich selbst den höchsten Wert an sich als Schatz zuwenden weiß. Wertschätzung ist eine Tat, ist eine Aufmerksamkeit, die du zum einen ganz klar dir selbst schenken darfst. Denn nur wenn du genau weißt für dich selbst, wie wertvoll diese Empfindung der Wertschätzung tatsächlich ist, bist du ein Meister darin, auch andere
mit dieser Anerkennung, mit diesem Respekt, mit dieser Liebe wahrlich beschenken zu können. Denn all das, was wir selbst für uns, in uns wahrlich spüren und konsequent und vor allem ohne großen Aufwand zu verbinden wissen, haben dann ein leichtes, genau diese Wertschätzung an andere weiterzugeben. Es bedarf nicht viel, um Wertschätzung an anderen Menschen in einer Leichtigkeit, ja in einer schier Unverbindlichkeit auszudrücken, weiterzugeben. Denn wahrlich hat es viel mehr an Wert, wenn du Wertschätzung auszudrücken weißt, ohne vor dem anderen, vor deinem Gegenüber etwas zu erwarten. Denn genau das ist es. Etwas anzuerkennen, sei das eine Tat, ein Kompliment, einfach auch das Sein, eine Persönlichkeit in seiner ganzen authentischen Form. Und dies und dieses Gefallen, diese Sympathie genau in dieser Empfindung dem Gegenüber auszudrücken, einfach nur zu sagen, wird dem anderen, dem Empfänger von dieser Wertschätzung, ein herausragendes Lächeln ins Gesicht zaubern. Du wirst ein Glitzern in dessen Augen wahrnehmen und spürst zugleich auch Freude. Denn Hand aufs Herz, es bedarf nicht viel. Du musst auch nichts dafür einkaufen, denn ein wahrlich, ehrlich ausgedrücktes Wort und der Dankbarkeit, der Respekt, der Anerkennung in Form von Wertschätzung weiß dein Gegenüber durchaus in seiner Ehrlichkeit und in seiner Größe zu spüren. Und ich verspreche dir, wenn du das machst, wirst du ein Meister darin und wirst extrem dafür Gefallen erleben und spüren und wirst, ja, dich wundern, wie oft du so dann in einer Woche die Wertschätzung auszudrücken weißt. Es bedarf dafür keinen speziellen Tag, auch kein Feiertag, um den anderen Menschen ganz klar einfach zu sagen, wie wertvoll du ihn oder sie in deinem Leben zu schätzen weißt. Wie grau doch das Leben eventuell wäre, wenn diese Person nicht in deinem Leben wäre. Und sei doch mal ehrlich, möchtest du das nicht auch selbst über dich hören? Menschen mit Dingen zu beschenken, mit Worten, Empfindungen, mit Feedbacks, mit Rezensionen, die eigentlich du doch selbst auch gerne hören möchtest, ist doch genau das, was dich auch in deiner Großartigkeit größer werden lässt. Im wahrsten Sinn des Wortes. Dein Selbstvertrauen wird steigern, aber auch so die Menschenfreude am anderen Menschen wird sich auch enorm erweitern. So möchte ich zum Ende hierbei noch eine kurze Story aus meinem Leben weitergeben. Jedes Mal, wenn ich in ein Hotel gehe und zumeist das Zimmer ja in einer herausragenden Sauberkeit vorfinde, so lege ich zumeist statt Trinkgeld eines meiner Bücher hin, mit einer kleinen Widmung in der ersten Seite, indem ich das Zimmermädchen, die Reinigungsdame, mit einer meiner Bücher beschenke. Aus dem Wissen heraus, dass Bücher weitaus mehr vermitteln als effektiv 2, 3 oder 5, 10 Euro. Die Wertschätzung von dieser Dame oder diesem Herrn, dass sie sich um das Zimmer kümmern, für das ich mich da ein paar Tage einquartiert habe, lässt mich erinnern, wie ich selbst vor vielen, vielen Jahren mal als Reinigungsdame eine Saison in Tirol gearbeitet habe. Ich war noch knapp 16, 17 Jahre und war für wahr noch recht grün hinter die Ohren. Aber ich erinnere mich sehr gut daran, was das für eine harte Arbeit ist. Denn zweifelsohne, so eine Reinigungsdame darf sich pro Tag durchaus um 10 bis 12 Zimmer kümmern. Und nach 10, 12 Betten, das mal zwei, das sind dann fast 24 Betten, machen, umziehen, ja, da weiß man am Ende, was man gemacht hat. Und sich an diese Sachen zu erinnern, bedeutet ganz klar,
in der anderen Seite als Gast das denn so wahrzunehmen? In dieser Art von Wertschätzung eine kleine Dankbarkeit dieser mir unbekannten Person weiterzugeben. Diese Form von Wertschätzung auszudrücken, hat mir das eine oder andere Lächeln, das ich ihm dem Gegenüber bei der Abnahme von diesem Geschenk geschenkt und mich bestärkt, das öfters zu machen. Und wer weiß, vielleicht ist das auch für dich eine kleine Inspiration, dass du ab sofort dem Gegenüber und deinem Umfeld viel mehr Wertschätzung gibst. Sie beschenkst, genauso wie du dir als außergewöhnlicher Schatz ebenso diese Form von Liebe, Anerkennung und Dankbarkeit übergibst. Probiere es doch gerade mal aus. Es wird dir gefallen. Denn du bist es dir wert. Danke dir für deine Zeit und Interesse an der Podcast-Reihe What's Next? Als dein Mindset-Mentor unterstütze und inspiriere ich dich, dass du täglich aufs Neue dich in deiner besten Version lebst. Viel Spaß dabei und bis zur nächsten Podcast-Folge. Ciao!